Freizeit TV wird Ihnen präsentiert von Transa Travel und Outdoor. Es gibt viel zu entdecken. Auch auf transa.ch. Und LOVA. Qualität, Passform und Funktionalität. Auf Entdeckungsreise mit Freizeit TV. Was Sie hier sehen, ist der wunderschöne historische Dorfkern vom Bahndorf Bergün-Filisur. Herzlich willkommen zu Freizeit TV aus dem Kanton Graubünden. In Bergün kann man Bahnkultur in verschiedensten Formen erleben. Authentisch mit einer Zugfahrt, in der Natur, mit einer Wanderung auf dem Bahnerlebnisweg oder informativ im Bahnmuseum Albula. Das ist Nora Hauswirt vom Bahnmuseum Albula. Nora, du begleitest uns jetzt heute auf unserem Ausflug. Nein, ich kann leider nicht mitkommen. Wir haben ganz nur Schulklasse und Führung bei uns im Museum. Aber ich zeige dir gerne kurz das Museum. Das ist Bernina. Ja. Das ist Albula. Die Rätische Bahn in der Landschaft Albula Bernina ist 2008 UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichnet worden. Das Museum hier in Bergün macht das UNESCO-Welterbe erlebbar mit einer Modellbahnanlage, Kindertour, Fahrsimulator und vielen anderen Elementen mehr. Das ist schon eine unglaubliche Leistung, dass man vor über 100 Jahren mit so einfachen Mitteln so eine Bahn hat können bauen. Ja, und die Brücken und Tunnel von damals, die sind praktisch jetzt noch unverändert in Betrieb. Genau, die werden unterhalten und das ist in dem Sinne wirklich eine Pionierleistung damals. Und die Pionierleistung ist auch nach wie vor das Motto von unserem Museum verrückten Kögen. Aber ich denke, am besten machst du wirklich da selber Fahrt mit dieser Bahn und der Fredo wird dich begleiten. Ciao Fredo, hoi. Ciao Nico. Hey, das ist auch ein idyllischer Ort hier. Du, was ist das überhaupt für ein See? Das ist der Polpoiensee. Und gleichzeitig sind wir hier zumindest im Park Ela. Fredo, klingt das jetzt ein bisschen komisch, wenn ich sage, ich habe noch nie etwas von dem Park Ela gehört? Ja und nein. Erst letztes Jahr hat der Park das Label gekriegt, vom Naturpark, wo das Albulatal und das Oberhalbstein integriert ist. Gleichzeitig ist natürlich jetzt ein Geheimtipp für diese Wanderungen da, weil es neu ist. Der Bahnerlebnisweg ist zwar kein Hochgebirgstour, aber wenn man sich so im Gelände bewegt, ist es wichtig, eine gute Ausrüstung zu haben. Transa ist seit über 37 Jahren der Spezialist für Outdoor-Ausrüstung. Bei Transa finden Sie über 10'000 Reise-, Bike- und Outdoor-Produkte der weltbesten Hersteller. Praxisnähe Beratung, Leistung und Qualität. Transa – Travel und Outdoor. Das hier unten ist jetzt wieder Bergün, oder? Ja, das ist Bergün. Und wenn wir jetzt pressieren, dann haben wir gerade noch Zeit, um dort im Hotel Kurhaus im besterhaltenen Jugendstilhaus der Schweiz etwas zu trinken. Ach so, dann geben wir Gas. Geben wir Gas. So, Nicole, hat es dir da gefallen bei uns im Albulatal? Mir hat es sehr gut gefallen und ich glaube auch unseren Zuschauern zuhause, weil von denen müssen wir uns jetzt langsam verabschieden. Also, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, Freizeit TV. Ciao, Stebeng. Freizeit TV ist Ihnen präsentiert worden von
Transa, Travel und Outdoor. Es gibt viel zu entdecken. Auch auf transa.ch. Und LOVA, Qualität, Passform und Funktionalität.